Ja, total richtig. Ich glaube, wir haben im schleswig-holsteinischen Landtag tatsächlich gerade mit dem Thema Frauen ein großes Thema. Übrigens auch bei uns in der CDU-Fraktion. Wir sind 25 Abgeordnete und wir haben, meine ich, 4 Frauen. Das ist Katja, Annette, Andrea und Barbara. Genau. Und das ist auf die Summe her viel, viel zu wenig. Wir als CDU haben so ein bisschen die Herausforderung in dieser Sache, dass wir sehr viele Direktwahlkreise gewinnen. Und in den Direktwahlkreisen die Mitglieder vor Ort selber entscheiden, wen sie aufstellen. Das entscheidet nicht jemand übergeordnet im Land, sondern das entscheiden die Mitglieder. Und wir haben leider in der Vergangenheit die Situation gehabt, dass dort regelmäßig Männer in der überwiegenden Mehrzahl aufgestellt wurden. Und wir dann, so machen es andere Parteien ja, über die Landesliste gar nicht so großen Einfluss nehmen konnten. Nichtsdestotrotz haben wir auch als CDU Schleswig-Holstein eine paritätische Liste. Das ist auch ein Thema, was Daniel Günther wichtig ist. Das geht dann natürlich am Ende auch um Ministerposten. Wie ist das in der Landesregierung insgesamt? Da muss man gerade das Thema Frauen, glaube ich, stärker in den Fokus nehmen. Aber man muss auch überlegen, wie ist denn der Rahmen in Politik? Ist der so, dass Frauen sich engagieren? Ich hatte jetzt vor der Wahl mit einer jungen Frau gesprochen, die gerade Mutter geworden ist, die überlegt, ein zweites Kind zu bekommen. Und die fragte mich, Tobias, sag mal, kann man denn überhaupt, wenn man schwanger ist und wenn man später dann ein Kind hat und stillen muss, im schleswig-holsteinischen Landtag sein? Und ich habe gesagt, ja. Aber sie hatte viele, viele Fragen und hat sich am Ende auch deswegen dagegen entschieden, für den schleswig-holsteinischen Landtag zu kandidieren. Also es gibt auch andere Gründe als die Frage allein, wird jemand aufgestellt, sondern am Ende muss auch der Rahmen im schleswig-holsteinischen Landtag dafür stimmen. Daran wollen wir arbeiten und das wollen wir auch ganz eindeutig verbessern, weil am Ende in der Politik gleiches Recht für alle gilt und das bedeutet auch Teilhabe an der Macht. Ein bisschen zurückhaltender bin ich bei anderen Gruppen. Ich glaube, wir brauchen nicht für alles eine Quote. Aber gut wäre, wenn eben am Ende die Gesellschaft auch abgebildet wird. Ich glaube, gerade Menschen mit Migrationshintergrund gibt es heute noch zu wenig im schleswig-holsteinischen Landtag. Mit mir in Kiel kandidiert zum Beispiel Seyran Papo. Sie ist selber Kurdin, kommt aus der Türkei ursprünglich, engagiert sich auch sehr für das Thema Integration. Und ich glaube, solche Persönlichkeiten sind am Ende auch eine große Bereicherung für den Landtag. Und davon können es am Ende auch noch mehr geben. Religion spielt natürlich auch eine Rolle. Unsere Bildungsministerin Karin Prien hat zum Beispiel eine jüdische Herkunft, ist, glaube ich, die einzige Landesministerin, die jüdischen Glaubens ist. Ich glaube, das sind Elemente, bei denen man am Ende sagen muss, ja, die machen ein Parlament bunter, machen natürlich auch ein Abbild der Gesellschaft realistischer. Und daran muss Politik, muss auch eine CDU am Ende arbeiten. Das sollten wir tun.